Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Evil Within mit Paxis. Und wir sind immer noch in der Kanalisation. Ach, okay. Ja, wir... Ja, genau. Wir fangen jetzt wieder hier an im Endeffekt, weil es einen automatischen Speicherpunkt gab. Aber das macht der nächste nur ein paar Meter, die wir jetzt wieder zurücklegen müssen. Haben wir eigentlich das Messer noch? Ich glaube schon, oder? Die Pistole scheinen wir nicht mehr zu haben. Ich hatte zwar gerade im Dunkel das Halfter gesehen, links. Gut, da brauchen wir nicht erst reingehen, da ist gar nichts drin. Jetzt finden wir hier wahrscheinlich wieder dieses Papier. Wo geht's hier raus? Ist eigentlich noch die Helligkeit eingestellt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wieder dunkler ist. Kann aber auch einfach sein, dass ich mich hier... Ne, passt noch, okay. Soll logischerweise auch nicht zu hell sein, dann wird es unrealistisch. Das haben wir schon das letzte Mal gelesen. Wer das nochmal lesen möchte oder wissen will, was in dieser Akte steht, der muss die letzte Folge anschauen. Das scheint nochmal eine Tür zu sein. Okay, ich sehe zwar nichts und er macht sie auch nicht auf. Ich hoffe, dass ich dieses Mal auch richtig dran war und nicht mit der letzten Folge versucht, durch eine Tür durchzugehen und irgendwie was falsch gemacht habe. Wie es aussieht, müssen wir hier durch, aber das ist ja auch irgendwie mit... Also das ist ziemlich voller Stacheldraht auf jeden Fall, wie man sieht, und halt eine komische Kette dran. Oder wie man halt nicht sieht, weil so hell ist es wie gesagt nicht. Ist hier auch eine Kette dran? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir da nicht durchkommen und auch diese Kette nicht abbekommen, beziehungsweise auch keinen Schlüssel oder sowas finden. Das einzig Gute bisher ist, dass hier unten niemand war. Oder bisher niemand ist. Irgendwann wird hier schon mal jemand gewesen sein. Wir haben leichte Bildaufbaufilter, da müssten wir eigentlich die vertikale Synchronisation einschalten, aber ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Helligkeit, Einstellung des Anzeigebereichs, Einstellung der Bildkörnung. Was ist das denn? Keine Ahnung. Lassen wir einfach mal auf 100. So, Vollbild, Auflösung. Also normalerweise habe ich erstmal alles auf Maximum gestellt. Aber ich glaube, es gibt kein... Ja, mehr Einstellungen gibt es nicht. Es gibt also keine V-Sync, also vertikale Synchronisation, wie es aussieht. Das ist natürlich blöd. Allgemein. Schwierigkeit, Sprache, Untertitel, Tutorial, Interaktion, Zielhilfe. Schade. Kann man nichts machen. Ach, jetzt sehen wir mal so ein bisschen das Halfter von ihm. Das ist aber leer, oder? Das Pistolenhalfter? Ja, schade. Boah, ich will gar nicht wissen, wie das ist, hier so eine Leiter hochzuklettern, aber er klettert ja auch noch mit dem einen Bein, das andere zieht er daher. Das heißt, er muss sehr viel Armkraft aufwenden und sich mit dem einen Bein dann nach oben stoßen. Über die Leiter sollen wir ja in irgendeinen Trakt kommen, stand da drin in dem Brief oder in der Akte. Hier ist noch eine. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr. STEM-Systemtest beginnt. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM. Ich sage einfach mal STEM-System an. 13.45 Uhr, Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. 14. Er, dieser Mann, ist aufgetaucht. Oh oh! Mir ist das scheißegal, was in diesen Akten steht und... Um was für ein Mann es sich dabei handelt. Mein Bein ist verletzt. Ich will hier raus. Es ist dreckig. Es stinkt. Ich wäre fast gestorben. Und kann nicht mehr richtig laufen, verflucht. Scheiß drauf, was mit dieser Klinik passiert ist. Scheiß auf alles. Oh.
Wisst ihr, wie anstrengend das vor allem für das linke Bein ist, wenn man die ganze Zeit die ganze Last auf dem linken Bein trägt und nicht richtig laufen kann? Fuck. Vor allem ist doch eine Klinik. Vielleicht gibt's ja hier irgendwo Schmerzmittel, die ich einnehmen kann. Das wäre doch mal ganz cool. Menge Akten, wenn ich die Zeit hätte und es hier nicht Monster oder zumindest verrückte Menschen geben würde, würde ich mir auch die Zeit nehmen und die Akten mal durchgucken, aber so. Ich habe Leertaste gehalten. Aber es ist irgendwie nichts passiert. Weil schau, dass ich bei Alien Isolation also nicht die Luft anhalten muss, wenn er zu nah dran ist. Ich glaube, er hat uns gerade die Tür aufgemacht, oder? Hoffen wir mal, dass der Verrückte vor allem mit so einem Bein schleichen, ist auch geil. Hoffen wir mal. Gerade sagen, hoffe mal, dass der Verrückte weggeht, aber na, jetzt wieder oder nicht? Scheiße, Mann, ich traue mich nicht, da lang zu gehen. Ich sehe seinen Schatten, aber kommt er jetzt hier lang oder nicht? Scheint nicht mehr aus dem Raum rauszugehen, wie es aussieht. Ich traue mich noch mal. Okay, da können wir und dürfen auf jeden Fall nicht reingehen. Scheiße. Fuck, ich glaube, er hat mich gehört, oder? Scheiße. Scheiße, Mann. Renne ich hier gerade im Kreis? Ja, ich wollte hier durchkrabbeln, aber das hat dann doch leider nicht so funktioniert. Ich kann nicht mehr rennen, verflucht. Was soll ich denn hier machen? Okay, diesmal hat er mich auf jeden Fall nicht gesehen. Wir haben auch nicht Scheiße gerufen. Mich nicht sehen. Ja, ich weiß, dass er mich nicht sehen darf. So. Wir könnten uns also theoretischerweise drin verstecken. Fuck. Einfach mal aus Spaß drin verstecken. Problem ist nur, ich glaube, ich muss in diesen großen Raum gehen, in dem der gerade rumwütet. Verflucht. Hat er mich gesehen? Dann hat er es einfach nur aus Prinzip kaputt gemacht. Das kann natürlich sein. Aber egal, ich muss ja glaube ich in die Richtung, oder? Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, komm, komm!
auch so verflucht langsam, ey. Scheiße, hier geht's auch wieder nicht lang. Scheiße. Fuck. Nein, nein! Verflucht! Ich sehe gar nicht, was er mit mir macht. Keine Ahnung, was er macht. Oh, das ist aber echt heftig. Direkt am Anfang ziemlich schwer. Also entweder stelle ich mich komplett blöd an oder es ist einfach direkt am Anfang ziemlich schwer. Eins von beiden. Ich bin halt auch so verflucht langsam, ne? So. Er darf mich nicht sehen. Ja, ich weiß schon, dass er dich nicht sehen darf. Ich muss halt blöderweise hier eigentlich rein, ne? Und dummerweise kann ich die Dinger nicht kaputt machen, nur er. Oh, fuck! Ich blute ja voll. Also, es gibt ja voll fette Blutspuren. Sagt mir das niemand. Macht er das jetzt kaputt? Fuck. Ja, mach's kaputt. Geh hier durch, genau. Ich habe halt einfach nur den Fehler gemacht, dass ich vorhin zuerst nach rechts gegangen bin. Ich hätte zuerst nach links gehen müssen. Einfach nur in diese Wand da reinhackt. Die hätte ich zuerst durchgehen müssen. Jetzt können wir, denke ich, auch ein bisschen schneller gehen. Was habe ich jetzt genommen? Ach, eine Flasche. Um ihn abzulenken. Naja, das kann vielleicht... Oh, fuck! Fuck! Ich bin aber echt erschrocken, ey. Scheiße. Okay, ich wollte das auf ihn drauf schmeißen und habe gehofft, dass das hilft, aber es hat nichts gebracht. Oh, jetzt bin ich aber echt erschrocken, ey. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass er plötzlich wieder hinter mir ist. Ich habe gedacht, wir haben das Schlimmste überstanden und können jetzt durchgehen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Gibt's hier vielleicht eine Flasche, die ich aufnehmen kann und die ich schmeißen kann? Nee, oder? Er darf mich nicht sehen. Ja, er darf dich nicht sehen. Oh, da hinten ist eine Flasche. Vielleicht kann ich die aufnehmen. Oh, fuck. Die Flaschen kann ich nicht nehmen. Warum das denn? Ich hoffe mal, er macht es immer von alleine automatisch, dass er die Kisten kaputt macht, oder? Darf halt nicht ungeduldig werden. Das ist wichtig. Jetzt. Genau, geh da durch. Mal beeile ich mich einfach. Scheiß drauf. Komm, komm, komm! Scheiße. Ach nee, Kontrollpunkt. Ich glaube, die haben das erstmal hinter uns gelassen, oder? Gibt's hier irgendwelche Medikamente, Bandagen für mein Bein, irgendwas? Die wollen mir doch nicht erzählen, dass ich das ganze Spiel so verletzt hier rumrenne. Hier gibt's echt gar nichts, ey. Nein! Selbst mein Schatten macht mir Angst. Fuck. Komm, 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 komm!
Geile ist bei der Grafik, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt steuere oder... Doch, ich steuere ihn wieder. Also das ist ja immer eine Mischung zwischen... Zwischen Zwischensequenz und... Oh mein Gott! Das ist immer eine Mischung zwischen Zwischensequenz und selber steuern. Und jetzt raus hier! Was war denn das? Leere Zigarettenschachtel oder nasse? Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself around and around. The night jolts tight in the noose. Ein zweiter Vorspann also. Wir haben also gerade eben den Prolog gespielt. Oder halt auch Kapitel 1. Hätten sie aber auch eigentlich Prolog nennen können. Was? Hä? Warum bin ich denn nicht mehr verletzt? Ist das noch die gleiche Situation? Nee, oder? Verstehe ich gerade nicht. Wo bin ich denn jetzt? Also ich bin nicht mehr verletzt und das ist auch nicht der gleiche Fahrstuhl. Ich kann wieder normal laufen. Habe ich eine Waffe? Ne, es sieht nicht so aus, oder? Okay, jetzt bin ich aber echt extrem verwirrt. Das Geile ist auch, dass man nicht die ganze Zeit rennt. Ich weiß nicht, ob ich rennen darf, nee. Ich glaube, man kann immer nur so schnell laufen, wie er das gerade will. Ist auch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt kann ich rennen. Ist also so wie im Film gemacht. Oder wie halt im echten Leben. Man rennt ja nicht die ganze Zeit. Okay, hier haben wir ein paar Leichen. Und was war das? War das ein Erdbeben? Stürzt der Gang jetzt ein oder einfach alles? Jetzt bin ich ja wieder im... In der Eingangshalle. Dann mal schnell raus hier. Joseph. Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße! Wir können nicht mehr zurück. Thank you.
aufpassen. Wie soll ich das so hinkriegen? Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten. Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Fallen! Fallen! Kapitel 1 überlebt, Spiel speichern, nächstes Kapitel, Titel bestimmt. Alter, was geht bitte in dem Spiel ab? Wie geil ist das denn? Man geht aus der Klinik raus und alles stürzt ein oder was? Ich habe echt gedacht, das ganze Spiel ist jetzt in der Klinik, so Outlast-Style halt. Aber jetzt sind wir ja raus aus der Klinik. Krass. Und was waren das bitte für geile Zwischensequenzen? Schreibt mir in die Kommentare, wie genial ihr die ganze Scheiße bisher findet. Wie absolut mega genial. Liken, kommentieren, abonnieren. Ihr müsst liken und ihr müsst kommentieren und abonnieren, weil ihr es so geil fandet. Also macht das. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Euer Paxis. Ich freue mich aufs nächste Kapitel und ihr euch auch. Tschö, tschö.